So, ihr Lieben, heute wollen wir den Ärmel berechnen. Dafür machen wir uns wieder eine große Skizze von dem Ärmel. So, wir übernehmen die Werte. 18 cm, 3 cm fürs Bündchen, 16 cm soll er lang werden. Oben wird er 22 cm breit. So, jetzt rechnen wir die vier Werte, die wir haben, wieder mit unserer Maschenprobe um. Also, wir haben unten 18 cm mal 2,8 Maschen entspricht 50,4. Wir runden ab auf 50 Maschen. So, 3 cm, also 3 cm hoch, soll das Bündchen werden, also nehmen wir wieder die Reihenangabe, 4 Reihen, gleich 12 Reihen für das 1 rechts, 1 links Bündchen. So, jetzt sind wir schon von hier bis da, sind wir schon fertig mit unserer Berechnung. Jetzt kommen die Zunahmen, da es ja ein breit dreieckiger Ärmel wird. Dafür nehmen wir jetzt die Gesamtzahl der Maschen, die wir benötigen. Also 22 cm mal 2,8 Maschen sind 61,6 Maschen. Wir runden auf 62 Maschen. Unten wissen wir 50 Maschen. Jetzt brauchen wir die Differenz. Also 62 Maschen minus 50 Maschen ergibt 12. Das heißt, wir benötigen insgesamt 12 Zunahmen. Von hier bis da. So. Natürlich brauchen wir hier welche und da welche, also teilen wir diese Zahl jetzt noch durch 2, heißt 6 Zunahmen auf jeder Seite. Damit die letzte Zunahme nicht ganz oben stattfindet, addieren wir eine 1 dazu, heißt 7 Zwischenräume. So, jetzt brauchen wir nur noch die Länge zu nehmen, also 16 cm soll er lang werden. 16 mal 4 ergibt 64 Reihen. Jetzt teilen wir 64 Reihen geteilt durch 7 Zwischenräume ergibt 9,1 abgerundet 9. Heißt, wir stricken 64 Reihen und dabei nehmen wir in jeder neunten Reihe 7 mal eine Masche zu. So, jetzt schreiben wir die Anleitung. Also, 50 Maschen anschlagen, 12 Reihen im Rechts-Links-Muster stricken, dann weitere 64 Reihen, dabei in jeder neunten Reihe 7 mal oder 6 mal eine Masche zunehmen, aber es sind 7 Zwischenräume, damit die letzte Zunahme nicht ganz oben stattfindet. Heißt, wir nehmen 6 mal eine zu und stricken dann die letzten 9 cm gerade hoch. So, oben angekommen müssten wir dann 62 Maschen abketten und fertig ist der Ärmel. Ich habe jetzt auch noch einen fertigen Ärmel vorbereitet.